I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Endlich! Wir sind los! Unser erster Hagrid! Und ja. Darauf, wir haben ja von sehr, sehr vielen Leuten Abschiedschampagner bekommen. Deshalb weiß ich gar nicht, ob wir zeigen sollten, welchen wir öffnen. Wir nehmen den ersten. Danke, Tom und Osa. Schauen wir mal, ob der auch so ist. Das ist auch der erste, den wir bekommen haben. Genau, das ist der erste, den du gefunden hast. Genau, das ist nicht der erste, den ich gefunden habe. Das ist der erste, den wir bekommen haben. Letztes Jahr schon. Genau, der war eigentlich schon für letztes Jahr. Aber wie Pläne immer so sind, na? Schauen wir mal, ob ich das überhaupt... Erster Tag, gefühlte eine Seemeile weit gekommen, von Rohseite nach Tötzberg-Brugger, also fast Brugger. Wuhu! Du musst ihn sprengen lassen. Oh nein. Okay, für Neptun. Und für Sotje? Frisch poliert, mein Streifen. Es sind übrigens so ungefähr, ja, ich würde sagen 10 Grad. Und es regnet, wie ihr seht. Ja. Und das ist der Start unseres Sommerurlaubs. Go. Oh, das schmeckt gut. Guter Tropfen. Okay, wollen wir reingehen? Das wird nass. Ja, ich spreche noch kurz zu der GoPro und dann können wir rein. Aber du kannst rein, wenn du willst. Ich muss noch kurz den Moment genießen. Genau, und falls ihr euch fragt, wo wir hier jetzt überhaupt sind. Zu Hause. Wir, warte mal, hier ist das drauf. Wir haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich noch gar nicht so weit gekommen sind. Das ist Tönsberg, Norwegens älteste Stadt mit ihrem Wahrzeichen des Turmes da oben, der schönen alten Domkirche. Und da drüben ist die Brügge mit ganz vielen Restaurants und Clubs und so. Und Kaltnes, neu gebaut. Und am Wochenende, das verpassen wir jetzt allerdings, ist das Färdersailers. Da sind dann hier, ich weiß nicht wie viele, 100 Segelboote. Auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung als jetzt gerade. Wie viele? Nein, so viele sind das glaube ich nicht. Doch. Echt? Björn sagt, es sind 3.500. Nee, das klingt komisch. Aber wer weiß, vielleicht schon. Aber hier haben wir auf jeden Fall nochmal so typisch skandinavisch Holzhäuser im Regen. Erste Brücke. Die geht ja schon wieder runter. Tja, gut, dass wir durchgekommen sind. Wie geht's an, Captain? Captain, wir sind los. Was sind deine Worte dazu? Alter, dafür haben wir jetzt wie viele Jahre? Sehr, sehr viele Jahre davon geträumt und sehr, sehr lange hart gearbeitet.
den Scheren. Also ich weiß auch nicht so genau, ob ich das so gut finde. Aber Björn hat Spaß. Ja. Hey. Also Autopilot funktioniert schon wieder nicht. Aber ansonsten, Björn, es geht gut. Ich hab ganz ehrlich, ich hab echt Bock drauf. Ich hoffe einfach mal, dass ich da jetzt nicht so eine fiese Welle aufgebaut habe und genauso weiter rüber surfen bis Schweden. Aber wenn da gleich richtig Hack ist, Björn, dann gehen wir wieder rein. Dann ankern wir vor Magere. Okay? Björn sagt dazu lieber nichts, weil dann müssen wir nämlich übermorgen durch den Touren. Aber wir schauen mal. Hoffen, dass das alles klar geht und ja. Das ist jetzt bestimmt gar nicht so schlimm. Ich will mir das jetzt bestimmt mal ein. Also, drück mir die Daumen, dass das klar geht. Und auch für Björn, damit er sich nicht mit dem jammernden Bier rumschlagen muss. Nach dem ersten etwas rauen Tag verwöhnt uns Schweden jetzt mit super schönem Sommerwetter. Und wir nutzen hier nochmal die Chance und machen längsseits am Felsen. Auf jeden Fall eine unserer Lieblingsanlegearten. Besonders hier in Schweden an diesen wunderschönen Felsen geht das immer super. Die Felsen gehen teilweise genauso gerade runter ins Wasser, wie sie raufgehen. Und dadurch kann man hier schön sicher anlegen. Wir sind jetzt auch kurz vor Lysekil, wo wir am nächsten Tag den Jalif einsammeln. Und in dieser Umgebung gibt es einfach total viele schöne kleine Inseln, so wie diese. Einige, an denen man längsseits festmacht oder auch wo man schön ankern kann. Und wer die Zeit hat, sollte hier auf jeden Fall mehr Zeit verbringen, weil es ist einfach total genial. Also. Nach dem täglichen Morgenbad wäscht Björn auch noch mal schnell Salty, weil die ist doch schon wieder ganz schön dreckig geworden. So 2 Wochen am Kai sieht man. In Lysekil kommt dann Leaf an Bord und bei herrlichstem Segelwind geht's auch schnell weiter. Wir sind jetzt auf dem Weg in unsere heutige Ankerbucht, aber hier ist das gar nicht so einfach. Hier sind überall solche fiesen Steine, die gerade so unter der Wasseroberfläche sind. Das ist doch echt ein bisschen mies, auch wenn es super schön ist. Sieht fast jetzt aus, als würde da ein Wal auftauchen. Sehr früh. Wir wollten eher um 4 aufstehen.
einfach magisch. Da lohnt sich das doch auch echt früh aufzustehen. Und Björn weckt gerade noch mal ihn, damit sie das aussieht. So, haben wir stehen noch, ja. Keine Welle, ein halber Meter Schwellen, aber wirklich saugut. Und ja, wenn wir jetzt gleich noch den Wind finden, ist das ganz gut. Ist die wach gewesen? Ja, mit dem Motor kann man wahrscheinlich auch. Also, Wetter schon, aber gar kein Wind. Nichts. Das Wetter ist aus. Das Wetter ist alle. Wir haben noch Wolke, aber der Wind ist irgendwie aus. Mal schauen, ob der gleich in der Wolke steckt. Oder wo der hin ist. Sollte nicht gegen den großen Wetter fahren. Und natürlich steckt der in der Wolke Wind. Und in dem Moment auch irgendwie wesentlich mehr, als uns lieb gewesen wäre. Und da wir alle ziemlich müde waren nach dem langen Tag, haben wir uns dann doch entschlossen, in Dänemark in Sorby, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, reinzugehen und nicht noch bis Hals weiter zu segeln. Ja, ihr Lieben, ganz vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich sehr, dass ihr es bis zum Ende unseres ersten Videos geschafft habt. Ich kann euch jetzt auch keine wöchentlichen Film-Updates versprechen, aber es wird auf jeden Fall noch welche geben. Am besten gleich auf den Abonnieren-Button, damit ihr die auch wirklich seht. Und wenn ihr mit uns in Kontakt kommen wollt und in Kontakt bleiben wollt, dann dürft ihr uns gerne auch auf Facebook oder Instagram folgen. Und ja, schreibt uns gerne nochmal eine Nachricht, wie ihr das erste Video fand und was ihr euch vielleicht in kommenden Videos auch wünschen würdet.